Danke, danke. Ihr wisst ja noch gar nicht, was ich alles sage. Herzlich willkommen in Chemnitz vom Kreisverband Chemnitz. Vielleicht eine kleine Ergänzung aus meiner langen Erfahrung mit der Bündnis 90 Grünen Partei. Wenn wir morgen in die Wahlversammlung starten, achtet mal auf eure Personalausweise, ob die noch gültig sind. Weil die braucht ihr morgen. Weil ich habe jetzt schon mal erlebt, dass manche ungültig sind und manche Delegierte dann ins Rennen gekommen sind. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Sondern ich wollte eigentlich auf zwei historische Ereignisse zurückgreifen, um ein paar Grundwerte von uns Grünen in den Blick zu werfen, die uns vielleicht auch auf der Versammlung heute und morgen mit bewegen. Heute vor 86 Jahren wurden mit Rudolf Benario, Ernst Goldmann und den Brüdern Arthur und Erwin Kahn die ersten vier Menschen jüdischer Abstammung in einem KZ ermordet. Weil sie Menschen jüdischer Abstammung waren. Allein das war der Grund. Das ist nicht urplötzlich vom Himmel gefallen. Das kam nicht einfach so, sondern da gab es einen langen Weg dahin. Da gab es eine Vorgeschichte. Da gab es Äußerungen, Verunglimpfungen, Verächtlichmachungen. Der Anfang liegt in den Gedanken und Worten der Diskreditierung, der Herabwürdigung, der Entmenschlichung. Und wenn man, wie ich heute gehört habe, in Chemnitz wieder Wahlplakate sieht, einer faschistoiden Partei des Dritten Weges, dann werfen wir auch heute wieder einen Blick in den möglichen Untergang. Das darf nicht sein, da müssen wir widersprechen. Wenn es sagbar wird, danke. Wenn es sagbar wird, dass Menschen weniger wert seien als andere, ohne dass wir widersprechen, dann sind wir auf einem Pfad in eine düstere Zukunft. Niemals wieder darf sowas geschehen. Und daran müssen wir immer und immer wieder dran erinnern. In allem politischen Wettbewerb, weil wir ja auch im Wahlkampf stehen, lasst uns darauf achten, bei uns selbst, aber auch bei unseren politischen Mitbewerbern, lasst uns den Finger in die Wunde legen, wenn mit Polemik und Angstmache Menschenrechte und Menschenwürde verletzt wird. Ich glaube, das ist eine Aufgabe auch unserer Partei. Lasst uns aufschreien, wenn das Ertrinken von Menschen im Mittelmeer, das Verhungern von Menschen im Folterlager in Libyen oder das Bombardement der Zivilbevölkerung in Jemen nur ein Achselzucken ist und sagen, was geht uns das Elend der Welt vor den Toren Europas an? Dort müssen wir aufschreien und widersprechen. Gleichzeitig sollten wir aber auch Solidarität üben. Zum Beispiel mit den Menschen bei uns im Land, die sich Buhrufe und Ausbrüllen gefallen lassen müssen, weil sie das Grundgesetz zitieren. Ihr wisst alle noch, was in Bautzen damals passiert ist. Wir brauchen Solidarität für die Menschen, die mühselig eine Jugendarbeit im kleinsten Dorf im Erzgebirge herstellen. Wir brauchen Solidarität für die Menschen, die in ihrer Freizeit neben ihrer Tätigkeit Integration fördern. Das alles ist ein Anspruch, den wir als Bündnis Grüne haben und auch erfüllen sollten. Chemnitz ist trotz eines Nazi-Problems, was wir haben, eine lebenswerte und liebenswerte Stadt. Ich selber wohne im Viertel Schlossberg. Klingt schon schön, ist auch schön. Dort gibt es einen sogenannten Küschwald. Wer also mal Zeit hat nach der LDK, wenn man vielleicht noch bis Sonntag bleibt, weil die Wahlversammlung vielleicht bis um 10 gehen könnte morgen, am Sonntag lohnt es sich, Chemnitz zu entdecken, unter anderem auch das Kosmonautenzentrum im Küschwald. Das Kosmonautenzentrum hat mich darauf gebracht, dass vor 58 Jahren, am 12. April 1961, der erste Mensch in den Weltall flog, Juri Gagarin. Er flog für ca. 110 Minuten
und hatte als erster Mensch einen Blick auf diese Erde, auf diese Welt. Er sah sie ohne politische Schranken und ohne nationale Grenzen. Er sah sie in ihrer Einmaligkeit und in ihrer Verletzlichkeit. Mittlerweile haben wir Dutzende Bilder der Erde, unseres blauen Planeten. Wir alle wissen, wie verletzlich unsere Lebensgrundlage ist. Und auch dafür braucht es einen Einsatz von uns Grünen. Und damit stehen wir nicht allein, wie wir in manchen Jahren das vielleicht gedacht haben, sondern es gibt eine breite Bewegung in der Gesellschaft. Auch heute hier in Chemnitz wieder eine Demonstration der jungen Schüler und Schülerinnen. Insoweit will ich das alles eigentlich mitgeben, dass wir das alles mit bedenken, bei dem allen, was wir heute machen, trotz allen Formalien, die wir auch beachten müssen, dass wir die Grundwerte mit im Auge behalten. Und jetzt will ich aber auch zum Schluss kommen. Ich hatte mir vorgelegt, dass ich das mit dem Wort sage vom Juri Gagarin, mal sehen, ob ich es noch hinbringe, Poriarali. Auf geht's.